Moin, moin. Ja, hier ist wieder Delphi mit einer weiteren Folge mit Spintires. Ja, letzten hatten wir hier den Hummer gehabt. Ja, er hatte sich am Anfang ganz gut bewährt, aber hat dann leider doch zum Schluss, wo das denn so sümpfig war, wo das Wasser stand, hat er dann doch Probleme gekriegt. Schade, schade, schade. Den hätte ich auf jeden Fall gerne mit reingenommen, weil er auch 4 Werkstattpunkte tragen konnte. Aber naja, was soll's. Dann hat man den großen Kirovets K701 gehabt. Ja, der konnte hinten so einen Tank hinten raufsetzen bis, weiß nicht, 1200, 1500 Liter. Ich weiß es nicht mehr so genau, ist ja egal. Konnte er transportieren. Auch, er konnte auch viele andere Sachen wie Hänger hinten noch zusätzlich. Aber wir haben ja mit einem Tank hinten drauf gehabt. Ja, und sind relativ sehr gut, aber gut durch den Sumpf und etc. durchgekommen. Also kann ich euch auch auf jeden Fall empfehlen. So, natürlich machen wir heute weiter in unseren Vulkaninsel. So, dann schauen wir mal, was für Fahrzeuge wir heute nehmen. So, heute nehmen wir den Jeep Wrangler. Ja, der sieht ja ziemlich schnittig aus, also richtig sportlich. Und ja, ich hoffe, dass er, so wie er aussieht, auch das bringt. So, den haben wir schon mal drin. So, und als zweiten nehmen wir hier den Krass BY Kaspe. Ja, abgekürzt, ich weiß nicht, wie es da weitergeht. Ja, sieht mehr nach hier so ein, naja, Ural aus. Ich denke, es ist auch ein Ural, aber krass, naja, das russische Fabrikat. Nehmen wir den und dann werden wir hier ins Spiel starten. So, fangen wir gleich mit denen an? Ne, ich würde sagen, fangen wir erstmal mit unseren kleinen Wrangler an, weil kann ja sein, dass wir vielleicht nachher testen müssen, ob er vielleicht, wenn er feststeckt, vielleicht kann unser Ural hier den Krass hier den dann doch rausziehen. So, das sind die normalen Standardreifen. Und dann hat er hier die Ballonreifen. Ja, ich würde sagen, Ballonreifen nehmen wir die, genau. So, dann haben wir hier nicht verfügbar. Da haben wir Gepäck. Das würde uns 600 Liter Kraftstoff bringen und 1000 Reparaturpunkte. Bauen wir an. So, und hier hinten, warte mal, wenn wir jetzt den jetzt hier abbauen und mal schauen, das würde uns gar nichts bringen. Motorbike könnten wir hier anbauen. Na super. Okay, muss ich nicht haben. Dann bauen wir das hier wieder ab. Aber auf jeden Fall hier, das ist nicht schlecht mit 600 Liter und 1000 Reparaturpunkte. Also ja, das sieht schon besser aus. Und dann werden wir einfach mal starten und dann geht es ab ins Gelände. So, wenn wir hier gleich Allrad reinmachen. Oh ja, warum tut er ja schon mal ganz gut? Also das ist ein Fahrzeug, ja, zum Erkunden, würde ich sagen. Aber nicht jetzt hier, also Werkstattpunkte hat er nicht und Holz kann er auch nicht transportieren. Das ist nur einfach, wenn er jetzt hier sich gut bewährt, um die Map auch, zu erkunden. Ja, man hat ja dann dunkle Flächen, die müssen ja dann erstmal dann freigemacht werden. Da könnte man vielleicht den so einsetzen. Aber bis hier ist ja da in der letzten Folge der Hummer eigentlich, kann man sagen, sehr gut durchgekommen. Ich denke mir, das Problem kommt dann nachher, wo denn der Hummer seine Probleme hat. Ja? Also, wollte schon sagen, hat er jetzt Schaden gezogen? Nein, hat er noch nicht. Aber er zieht durch.
Wenn er hier sich gut bewährt, würde ich dann dahinter schreiben, zum Erkunden der Map geeignet. Ja. Ja, ohne es jetzt runter zu schalten. Aber jetzt kommen wir an die Stelle, wo unser Hummer in der letzten Folge Probleme bekommen hat. Kann auch sein, dass ich zu weit rechts gefahren bin. Ich werde mal sehen, dass ich hier mit dem gleich hier so ein bisschen links halte. Mal sehen, ob das vielleicht besser ist. Ja. Aber so weit wollte ich jetzt hier nicht nach links. Genau da, so und hier etwa. Na, komm, zieh. Ah, scheint genau das gleiche Problem zu haben wie der Hummer hier. Aber wir haben ja noch den Kleinjagd. Aber mal sieht, ja komm. Na bitte. Geht doch. Auf jeden Fall ist der schon mal besser wie der Hummer. Dieser Jeep Wrangler. Ja, er kämpft. So, aber wir müssen ja in den nächsten Sumpf, da ist ja unser Hummer endgültig dann leider gescheitert. Das heißt, der hat ja unser Kirovet K701 nicht mal geschafft, den dort rauszuziehen. So, wir werden mal sehen, dass wir den Jan gleich so drinnen lassen. Hoffe ich ja mal, dass wir hier gleich durchkommen. Oh, gefährlicher Wasserstand, aber noch kein Schaden. Sehr gut aus. Kann man eigentlich nicht meckern. Jo, super macht er das. So, mal gleich die Jagd wieder. Zack. Oh. Ah ja, hier hat er wieder. Hier geht das natürlich im langsamen Schritttempo durch. Aber das müssen sie fast alle. Hier schafft keiner hier so schnell durchzuhalten. Man sieht ja hier schön gemacht, wie der Schlamm sich so wegdrückt. Aber er fährt, ne? Konstant seine Geschwindigkeit hier so durch. Jetzt muss man nicht verdenken, das darf man nicht vergessen, dass er hier noch berghoch geht. Und dann sind hier noch Steine und da muss man ja auch noch ein bisschen aufpassen, dass er Schaden nimmt. Aber man sieht, er macht es hier ganz gut hier. Frei, muss ich sagen. Lassen wir den gleich hier an der Seite stehen. Da haben wir einen großen Stein auch gleich drüber gefahren hier. Super! Also ich muss sagen, für Aufklärung ist dieser Jeep Wrangler eigentlich gut zu gebrauchen. So, dann werden wir mal gleich zu unseren nächsten Fahrzeugen. Wir haben eine Strecke zurückgelegt, muss man sagen. So. Okay, na denn, dann schauen wir mal, was wir hier mit denen hier so alles machen können. So, das sind die normalen Standardreifen. Dann haben wir die Reifen hier. So, das sieht auch schon nicht schlecht aus. Ah, die sehen dann noch besser aus. Also ich würde sagen, die lassen wir jetzt drauf. Okay. So, dann gucken wir mal, ob wir hinten zusätzlich Hänger und sowas alles. Ja. Man sieht, hier kann man, ja, es steht zwar nicht verfügbar, aber ich denke mir, weil wir hinten noch die Sattelkupplung nicht jetzt hier, wie man dazu sagt, noch nicht dran haben. Aber man sieht hier, man kann ja
eine ganze Menge anbauen. Ja, das muss ich nicht haben. Kann nachher nur, hier kann er zum Beispiel Mittellänge 4 Stämme, also Stämme mit 4 Punkte aufladen. Das ist nicht schlecht. Jetzt muss man sich auch merken. Das könnte man locker, ja, bauen wir rauf. So, dann haben wir hier 2 Werkstattpunkte. Tankwagen mit 1200 Liter. Hier haben wir mit 800 Reparaturpunkte. Hier Kurzholz mit 2 Punkte. Hier könnten wir zur Not noch so einen Bügel anbauen. Wie sieht das aus? Ja, können wir machen. Hier können wir eine Ladung tragen mit 4 Punkte. Langholz 6 Punkte. Und dann haben wir hier hinten noch ein Ersatzrad. Was bringt uns der hier? Bringt uns nochmal 100 Reparaturpunkte. Dann würde ich hier gerne. Nee, wo war denn das? Hier. Genau, der kann Ladung tragen. Mittellänge Stämme mit 4 Punkte. Den bauen wir jetzt rauf. Oh, ich würde sagen, ja, nicht, dass der dann vorne hochgeht. Also ich denke mir, dass da würde er. Denke mir irgendwie Probleme, weil es hinten ziemlich weit raussteht, muss ich sagen. Aber das könnten wir ja nochmal abbauen. Also das gefällt mir gar nicht so richtig. Ja, wo haben wir denn hier? Ersatzrad? Nee. Kabinenschutz. Genau, das. Dann bauen wir den jetzt ab. Und Ladefläche. Ja, nehmen wir den hier. Mal sehen, wie das aussieht. Ja, das sieht besser aus. Das sieht noch normal aus. Das sind zwar, kann er bloß 2 Ladeholzpunkte laden, aber okay, dann werden wir mal starten. So, Allrad, Differentialsperre hat er immer, Allrad haben wir drin. Und dann werden wir mal langsam sehen, dass wir auf unsere Piste kommen hier. Ja. Ja, das sieht doch schon sehr schnicke aus hier. Jetzt ohne Probleme. Aber das haben ja fast alle am Anfang. Die Strecke ist ja, wird ja noch besser werden. Entscheidend ist ja, dass er durch diese Piste gut durchkommt und vor allem keine Schäden rot macht. Sprich jetzt mit Wassereinbruch oder mit Steinen oder mit Bäumen, die hier rumliegen. Aber man sieht, er fährt hier wunderbar durch, ohne zu schalten. Aber das Schlimmste kommt ja noch. Ja, ein bisschen langsamer, sonst driften wir hier. Oh, über den Baum noch, stark gegengefahren, hat aber keinen Schaden bekommen. Ja, man sieht, der gräbt sich ja fast ein. Aber jetzt geht er durch das große Schlammloch durch. Da haben wir ja mal zwei auf unserer Strecke. Boah, der fährt da durch. Das juckt den ja nicht. Und na, berghoch. Ah, jetzt muss er selber erstmal noch schalten, aber ohne dass wir jetzt schalten brauchten, hat er sich hier hochgekämpft. So, da kommt das nächste große Schlammloch. Oh, na. Ja, dann sollen wir. Ja. Jetzt müssen wir ihm erstmal anderen Yang anbieten. Ach, und gräbt sich gleich wieder raus. Also, hoffen. Jetzt müssen wir jetzt mal ein bisschen Slide Yang hier hoch.
Dann können wir ja mal sehen, ob wir hier gleich wieder den automatischen Yank nehmen. Steht ja unser Sieb hier, ein Wrangler. Ah, jetzt gräbt er sich aber langsam ein. Ah, manchmal ist die Übersetzung nicht das Beste. Man muss dann wirklich dann solche Sachen jank runterschalten. Aber wer Auto fährt oder ein LKW oder ein Jeep fährt etc. oder in der Landwirtschaft ist, kennt ihr das ja nämlich. Oder könnt ihr euch auf jeden Fall besser vorstellen. Ja, man sieht, er fährt hier konstant hier hoch, ohne Probleme. Also kann ich euch nur empfehlen hier. So, weißt du, was wir machen können? Mal hinten den Sieb hinten ranhängen, mal sehen, ob er denn mit diesem Yank ohne Probleme diese Dichte, wenn wir jetzt den Schaden machen. Ach so, ja, letztens hat mir einer geschrieben, ja, warum der Hummer nicht rausgekommen ist. Vermuten wir mal, dass ich vergessen habe vorher einzusteigen. Um die erstmal Motor zu starten und die Handbremse zu lösen. Ja, okay, gut. Dann so, dann nehmen wir mal erstmal V. Und ja, da und dann zack. So, und dann schauen wir mal, ob wir hier, haben wir den richtigen Yank auch noch drin? Ne, müssen wir den nehmen. Und dann schauen wir mal, ob wir im Falle den hier rauskriegen. Na, da müsste sein Rad ein bisschen gerade ziehen. Aber er zieht. Ja, ich glaube, derjenige hat recht gehabt, der geschrieben hat, hallo, du hättest da bei dem Hummer die Bremse lösen müssen. Ja, auf jeden Fall, man sieht, trotzdem, was der Wrangler hier, die Räder, er müsste so ein bisschen gerade einschlagen. Könnt ihr mal ruhig schreiben, ob man das irgendwie das machen kann, dass der, ja, okay, so, machen wir den erstmal hier lösen, genau, so, und dann, mal sehen, hat er ihn hier stand, naja. Gut, okay, auf jeden Fall sieht man, dass er hier wirklich super durchkommt. Da wollen wir jetzt hier gar nicht mehr weiter testen. Der ist jetzt eigentlich angekommen, was wir eigentlich schon. Gut. Super. Einwandfrei. Das hat ja richtig wieder Spaß gemacht. Also dieses Fahrzeug hier, den Krass BY-Taste abgekürzt, macht sich wunderbar. Er hat keine Probleme im Gelände, er fährt durch wie Putz, er fährt wirklich super durch. So, ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder reinschaut bei Spin Tires oder bei anderen Projekten, einfach Team Delphi eingeben. Ja, dann landet ihr schon auf meiner Plattform. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen doch was dabei. Was ich mir auf jeden Fall freuen würde, wenn ihr ein Abo und Daumen da lässt. Ich sage für heute, ciao, ciao, haut rein, euer Delphi. Bleibt gesund, Leute. Ciao, ciao.